Hallo, ich bin die Sabine, das ist der Kasu und wir wollen euch heute vier Grundlagen zum Thema Clickertraining erklären. Grundlage Nummer 1 ist natürlich der Clicker selber. Ihr könnt einen im Handel kaufen, da gibt es wirklich die unterschiedlichsten Variationen, oder ihr macht das Geräusch einfach selber. Ich würde euch empfehlen, das Geräusch selbst zu machen. Denn gerade am Anfang ist es besonders schwer mit der Koordination, wenn man Leckerlis und Klicker und Handzeichen geben muss. Es ist einfach zu viel meiner Meinung nach. Also ich bin auf jeden Fall immer durcheinander gekommen. Grundlage Nummer 2 ist die Konditionierung. Ohne Konditionierung können wir mit dem Klickertraining gar nicht erst starten. Denn die Katze muss erst einmal verstehen, dass eine Verbindung zwischen dem Geräusch und dem Leckerli besteht. Also das Geräusch als Belohnung verstehen. Um der Katze das beizubringen, müssen wir das Geräusch machen und sie gleich daraufhin belohnen. Das machen wir ein paar Mal hintereinander, am besten so 1-2 Minuten, mehrmals am Tag. Und ihr werdet sehen, die Katze hat das innerhalb kürzester Zeit verstanden. Grundlage Nummer 3 ist das Timing. Das Timing ist wirklich ganz entscheidend. Denn wenn zu spät geklickert wird, kann es passieren, dass wir gar nicht mehr die Handlung belohnen, die wir eigentlich belohnen wollten. Oder dass die Katze gar nicht versteht, für was wir jetzt eigentlich geklickert haben. Das mit dem Klicken könnt ihr euch so vorstellen wie bei einer Kamera. Man drückt in dem Moment ab, wo das gezeigt wird, was man haben möchte. Also ihr klickt genau dann, wenn die Katze das tut, was ihr haben wollt. Grundlage Nummer 4. Ist die Motivation. Denn immerhin soll das Training ja allen Beteiligten Spaß machen, nicht nur uns Menschen, sondern vor allem auch den Katzen. Um die Motivation zu steigern, habe ich hier ein paar kleine Tipps für euch. Trainiert immer nur kurz und vor allem geht es in ganz kleinen Schritten voran. Es ist wichtig, dass die Katze nicht überfordert wird, denn sonst macht das Training bald keinen Spaß mehr. Hört immer genau dann auf, wenn es gerade am schönsten ist. Denn wenn es gerade super toll läuft, geht die Katze mit dem Gefühl aus dem Training, dass es wirklich Spaß macht und hat Lust auf mehr. Wenn man aber erst aufhört, wenn die Katze keine Lust mehr hat oder von selber weggeht, dann bedeutet das, dass die Katze eher mit einem schlechten Gefühl rausgeht und sich denkt, na, eigentlich ist das voll doof. Und dann ist es schwer, sie für neue Trainingseinheiten zu motivieren. Arbeitet mit Jackpots, das heißt, dass die Katze für etwas, was sie besonders toll macht, auch besonders viele Leckerlis bekommt. Das fördert natürlich die Motivation ungemein und die Katze wird vielleicht sogar öfter oder schneller das gewünschte Verhalten zeigen. Man kann den Jackpot aber auch am Ende des Trainings geben, einerseits als Abschlusssignal und andererseits eben, um das positive Gefühl am Ende zu verstärken. Variiert mit der Größe der Leckerlis und zwar ganz bewusst. Je nach Leistung, also macht sie was besonders toll, gibt es größeres Stückchen, ist es normal oder habt ihr es schon mal schöner gesehen, dann ein kleineres Stückchen. Einerseits macht es das Training interessanter und andererseits unterstützt eben auch die Leistung. Und die Katze wird motiviert, den Trick schöner auszuführen. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinem Video weiterhelfen und vielleicht auch ein paar offene Fragen klären. Wenn nicht und ihr habt noch Fragen, schreibt es mir einfach in die Kommentare und ich werde mich bemühen, sie euch zu beantworten. Danke fürs Zuschauen. Tschüss!